Im Frühjahr 2008 stand auf dem Terminkalender der Automanufaktur Wiesmann ein Termin mit 3 Ausrufezeichen. Schon lange hatte sich die Eventabteilung auf diese Kundenveranstaltung vorbereitet und gefreut. Ging es doch in die österreichischen Alpen, genauer zum Stangelwirt und damit zu einem der exklusivsten 5-Sterne-Resorts in Tirol. Dort hatte man sich ausführlich auf die Wiesmann-Besucher vorbereitet und ein besonderes Wohlfühlpaket geschnürt. Ich muss Ihnen sagen, wie ich diese Auto da gesehen habe und so viele Autos da vom Stangelwirt stehen, gell? Da merkt man gleich, das passt irgendwie zusammen. Die Philosophie, glaube ich, hat eine Ähnlichkeit. Liebe zum Detail, Schönheit und Ästhetik von Form. Man merkt richtig, da hat sich wer Gedanken gemacht, dass er den Menschen wirklich eine Freude macht. Das merkt man an diesen Autos irgendwie an. Liebe zum Detail, Schönheit und Ästhetik. Besser könnte man auch dieses Hotel nicht beschreiben. Gäste aus aller Welt kommen regelmäßig hierher, um sich für ein paar Tage verwöhnen zu lassen, ob durch die ausgezeichnete Küche oder in dem berühmten Wellnessbereich mit seiner Felsengrotte, der Sauna-Oase oder dem Ruheraum mit echten Haien. Die schwimmen freilich in ihrem eigenen Becken. Allgegenwärtig das Panorama auf den wilden Kaiser. Sport stand bei diesem Event ganz oben auf der Liste. Nach Belieben wählten die Teilnehmer ihre Lieblingssportart aus, wie hier Tennis. Mit Blick auf das Alpenpanorama verwandelte sich der Tennisvormittag in ein Naturerlebnis der besonderen Art. Dies galt auch für die Gruppe von Reitsportfreunden, die sich den exklusiven Spaß gönnten, einmal auf den Lipizzanern zu reiten, die hier beim Stangelwirt in einem eigenen Gestüt gezüchtet werden. Gleich nebenan Golf für Fortgeschrittene und Anfänger. Unter professioneller Anleitung machten hier einige der Wiesmann-Kunden ihre erste Begegnung mit dem Golfsport und stellten fest, gemeinsam mit netten Leuten und Gleichgesinnten vermittelt das Golfen einen Riesenspaß. Apropos, hoch auf über 1000 Meter ging es zu Fuß und, weil es im Wald so dunkel ist, mit Fackeln ausgestattet. Am Ziel der kleinen Nachtwanderung angelangt, zeigten die Tiroler ihren Gästen mal so richtig, was man unter dem berühmten Hüttenzauber versteht. Die Musik selbst gespielt, die Stimmung selbst geschunkelt. So viel Spaß macht's halt nur in den Bergen. Am nächsten Tag stand dann der Fahrspaß auf dem Programm. Viele sicherlich ein Highlight der Reise, die gemeinsame Ausfahrt mit 38 Wiesmann Roadstern und GTs. Bei idealem Wetter und perfekter Organisation erlebte die exklusive Karawane mit einer Länge von über 200 Metern die schönsten Bergstraßen rund um Kitzbühel. Enge Passstraßen machen in den handgefertigten Sportwagen aus Dülmen enorm viel Spaß. Bis über die Schneegrenze führte die Tour an diesem Tag, gekrönt durch ein atemberaubendes Bergpanorama. Lange Pausen? Fehlanzeige. Wer einen Wiesmann hat, will ihn auch fahren. Am Ende des Tages dann noch ein Zieleinlauf durch das staunende Kitzbühel, denn so eine Ansammlung von Traumautos hatte in dem mondänen Alpenstädtchen auch noch niemand gesehen. Wir haben also Angebot gehabt im Beauty-Bereich, im Wellness-Bereich. Wir haben auch sehr viel Sport gemacht, Golf, Tennis, Reiten angeboten. Und wir haben natürlich heute dann eine wunderschöne Ausfahrt gemacht. Das hat auch allen Spaß gemacht. Und ich denke, in der Kombination war es letztendlich gelungen.